Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de. Wir sind jetzt an einem ganz besonderen Ort hier am Tempelhofer Feld, nämlich auf einer Schafweide. Und wir haben erstmal geguckt, wo denn die Schafe sind und haben sie erst gar nicht entdeckt in der üppigen Vegetation. Aber dafür gibt es ja Fachleute. In diesem Fall ist das Frank. Frank, vielleicht stellst du dich selber mal vor, du bist ja der Chef hier des Ganzen. Ich bin der Frank Wasem, ich bin der Schäfer der Grün Berlin GmbH, zu der die Schafe gehören und die auch das Tempelhofer Feld bewirtschaftet. Und in dem Rahmen haben wir eben auch diese Tierhaltung hier. Wie lange gibt es denn die Schafe hier eigentlich schon? Auf dem Tempelhofer Feld gibt es seit 2019 die Schafe und bei Grün Berlin selber im Britzer Garten schon seit 35 Jahren. Also es hat eine gewisse Tradition. Wie lange sind die Schafe hier? Auf dieser Fläche sind sie von Ende März bis, je nach Witterung, Ende November, Mitte Dezember. Und dann ziehen sie in einen Bereich am Rand des Tempelhofer Feldes, die alte Gärtnerei. Die ist auch nicht öffentlich zugänglich. Und da ist dann unser Winterlager, wo auch der Schafstall steht. Ich wundere mich erstmal, weil die sehen alle so niedlich aus. Ich würde die, glaube ich, die ganze Zeit nur knuddeln und streicheln wollen, wenn ich hier Schäferin wäre. Aber das ist wahrscheinlich nicht so gewünscht. Oder darf man das? Die Besucher kommen eh nicht so nah ran, dass sich die Gelegenheit bietet. Aber wenn wir Gäste haben, die bis hierhin vordringen dürfen, dann dürfen die Schafe auch anfassen, wenn die Schafe es mit sich machen lassen. Die Schafe haben hier die Aufgabe, das Gras zu fressen und sollen nicht den ganzen Tag bekuschelt werden. Aber es lassen sich auch nicht alle Schafe den ganzen Tag bekuscheln. Es sind nur Ausnahmen, die sich anfassen lassen. Ja, aber was fressen die denn? Salopp gesagt sind sie die Rasenmäher. Die sollen diese Aufwüchse, die wir hier sehen, in Schach halten, also runterfressen. Und das Ganze hat damit zu tun, dass wir eigentlich hier ein Habitat schaffen wollen für die Feldlerche, den heimlichen Wappenvogel des Tempelhofer Feldes, damit der gute Bedingungen vorfindet, um zu brüten und trotzdem genug Deckung hat, um sich zu verstecken. Und da ist halt der Gedanke, wenn man es nur einmal im Jahr im Herbst mäht, dann ist man zu spät, dann ist man nach der Brut- und Setzzeit. Und die Schafe schaffen diese Voraussetzungen schon während der Brut- und Setzzeit. Und das ist ihre eigentliche Aufgabe hier. Das ist ja toll. Also die stören die Vögel auch gar nicht. Die beiden verstehen sie. Ja, die leben quasi in Koexistenz. Der eine hat was vom anderen. Friedlicher Koexistenz. Auch noch, ja. Das kommt noch oben drauf, ja. Ja, nein, das passt gut. Und die Vögel stören sich nicht an den Schafen und umgekehrt, das ist auch so. Was wird mit der Wolle? Stricken tun wir daraus nichts. Wir lassen die Wolle vor allen Dingen von den Skudden. Wir haben zwei Schafrassen. Einmal das Coburger Fuchsschaf und die Skudde. Das ist das kleine weißere, was man im Hintergrund sieht. Das ist eine relativ grobe Wolle. Aus der lassen wir Wollpellets machen, weil man die eignet sich einfach nicht für Bekleidung. Und die Wollpellets geben wir an die Bürger auch ab. Also wenn jemand kommt, möchte welche haben, dann kriegt er ein Tütchen voll. Zu Veranstaltungen reichen wir sie raus, so als Giveaway, dass die Leute was mitnehmen können und den Tag nochmal Revue passieren lassen kann und sich wohlwollend an uns erinnern. Da fällt mir auf, dass die Tiere ja hier unterschiedliche Farben auf den Fellen haben. Was hat das denn zu bedeuten? Das sind grüne, blaue und rote. Das hat mit den Maßnahmen zu tun, die wir an den Schafen vornehmen, Behandlungen, wie beispielsweise die Impfung. Also alle Schafe werden bei uns geimpft, dann kriegen sie die Klauen geschnitten. Und man kann sich vorstellen, wenn man so einen Pulk hat mit 100 Schafen und man nicht kennzeichnet, dann hat ein Schaf nachher 10 Impfungen und 9 Schafe haben gar keine Impfung. Und deswegen werden sie farblich gekennzeichnet. Hast du denn ein Lieblingsschaf? Also eins meiner Lieblingsschafe ist eins von den braunen hier. Die Kati, die kommt auch immer, lässt sich. Rasse, ja? Genau, das ist eine andere, die zweite Rasse. Wir haben ja hauptsächlich Skudden, das sind diese kleinen Weißen. Mhm. Und ein paar von den großen Braunen, das sind Coburger Fuchsschafe. Und die sind per se auch schon viel zutraulicher als die Skudden. Also da kommen fast alle sich anfassen lassen. Bei den Skudden ist das aus der Masse immer nur ein, zwei Tiere, wo das geht. Der Rest bleibt ein Leben lang scheu. Wenn ich jetzt tatsächlich hier als Besucherin aufs Tempelhofer Feld komme, habe ich denn die Möglichkeit, die Schafe zu besuchen? Ja, wir haben im Verlauf des Jahres mehrere Veranstaltungen bei den Schafen, wo wir die Besucher auch direkt mit auf die Fläche nehmen, hierhin, wo wir jetzt sind. Also das fängt im Winter schon an, dass wir Stalltage haben, wo die Leute die frisch geborenen Lämmer im Stall bewundern können. Das geht dann über den Weideaustrieb, über die Schafschuhe. Und im Herbst finden sogenannte Beweidungssprechstunden statt. Da können die Bürger sich dann anmelden und können auch
Fragen stellen, die sie vielleicht haben, und können nah an die Schafe ran. Das ist auch tatsächlich immer gut besucht und ausgebucht. Vielen Dank. Ich habe heute ganz, ganz viel gelernt. Ich glaube, das geht uns beiden so. Wahrscheinlich werden wir heute Nacht nicht Schafe zählen oder vielleicht doch beim Einschlafen. Aber auf jeden Fall werden wir an die Schafe denken. Und ich glaube, Josephine möchte gerne auch mal Schafe streicheln. Aber das könnt ihr untereinander verabreden. Vielen Dank nochmal. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Wir haben einen kleinen Szenenwechsel vorgenommen. Wir bewegen uns jetzt also hier in einem Teil vom Tempelhofer Feld, wo es darum geht, ja, im Prinzip Bildung, Großstadtnatur, jungen Leuten, jungen Menschen, vor allen Dingen Kindern zu vermitteln. Und dazu habe ich an meiner Seite Irina. Und vielleicht stellst du dich kurz selber vor. Ja, hallo, ich bin Irina Nietzsche vom Campus Stadtnatur und ich bin hier zuständig für den Naturerfahrungsraum und die Bildungsformate für Kinder und Schulklassen auf dem Tempelhofer Feld. Und das ist ein ganz toller Raum. Wir sind ja vorher schon ein bisschen hier rumgelaufen. Es gibt Wasserspiele, es gibt Steine, es gibt Felsen. Hast du denn einen persönlichen Lieblingsort hier auf dem Naturerfahrungsraum? Mein Lieblingsort ist wahrscheinlich der Wasserlauf mit dem Lehm und den Steinen. Genau, und hier können sie eben Erfahrungen machen, die sie sonst in der Stadt nicht so machen können. Und genau, einfach mal durch die hohe Wiese laufen, einen Staudamm bauen. Hier gibt es viel zu lernen und zu entdecken und wir haben hier immer viel Spaß mit den Kindergruppen. Es gibt zwar einige Spielplätze, aber so naturnahe Spielorte gibt es hier natürlich nicht so viele. Und deswegen sind wir froh, dass wir hier den Naturerfahrungsraum haben. Ich würde gerne nochmal zurück zum Naturraum kommen. Mhm. Ihr habt ja auch so was Besonderes hier aufgebaut, was auch so ein bisschen was Naturgeschichtliches hat. Kannst du da mal noch was zu sagen? Genau, der Naturerfahrungsraum heißt Tempelschlucht. Und das ist eben daran angelehnt an die Eiszeit, die ja auch hier in Berlin und Brandenburg ihre Spuren hinterlassen hat. Und genau, da haben wir hier so Hügel modelliert und genau, haben auch einen Tempelstein aufgestellt, sodass die Kinder vielleicht auch mal ein bisschen die Erfahrung von einer kleinen Erhebung haben und genau, auch mal ein bisschen weiter gucken können. Man hat eine gute Aussicht von da oben. Was überrascht denn die Kinder am meisten, wenn die hierher kommen? Ich glaube schon auch, wie lebendig eigentlich so eine Wiese sein kann oder was auch, wie gut man sich in der Natur verstecken kann. Und die versinken eigentlich immer relativ schnell, auch hier in ihren eigenen Ideen, sind sehr kreativ. Und ja, die kindliche Neugierde ist auf jeden Fall da. Aber der Naturerfahrungsraum ist immer geöffnet, wenn das Tempelhofer Feld geöffnet ist. Es wird ja nachts geschlossen. Und wir bei Sonnenuntergang. Genau, wir freuen uns über alle, die auch nachmittags hierher kommen und genau ihren Kindern die Möglichkeit bieten, hier zu spielen und zu toben. Kleiner Szenenwechsel. Jetzt sind wir im Naturerfahrungsraum und ich habe es ja nicht geglaubt, aber man kann wirklich die Wiese hören. Das summt und ja, es gibt verschiedene Geräusche, die man so aus dem Stadtbereich gar nicht kennt. Fragen wir doch mal eine Expertin dazu, wie sowas zustande kommt und wie sowas vermittelt wird. Unser Ziel ist, das, was du gerade so schön beschrieben hast, den Menschen Berlins, das klingt sehr abstrakt, aber allen Menschen Naturerfahrung zu ermöglichen und die Natur näher zu bringen. Uns ist wichtig, das, was man kennt, die Pflanzen und Tiere in der Stadt, die schützt man auch. Und das ist unsere Mission, sei es, dass wir lernen, welche Kräuter gibt es, welche Wildbienen gibt es, welche Vogelarten sind im Frühjahr aktiv, aber auch ja, welche Pflanzen gibt es, was ist geologisch auch in Berlin zu entdecken, weil selbst eine Stadt, auch wenn hier viele Häuser stehen, gerade Berlin hat viele Grünflächen, viele Erholungsbereiche und uns ist wichtig, das den Menschen nahezubringen. Das sind ja wirklich unglaublich viele Themen. Lernt man denn in einer Führung alles über Berlins Natur oder habt ihr da bestimmte Themenschwerpunkte? Ja, wir haben auf jeden Fall Schwerpunkte, aber wie das in der Natur so ist, alles greift auch ineinander. Wir haben zum Beispiel hier auf dem Tempelhofer Feld so eine stadtökologische Führung, die verschiedenen Facetten von Luft und Boden, aber auch Pflanzen und Tieren erläutert. Wir haben aber auch spezielle Angebote, zum Beispiel nur zum Thema Boden. Wenn man sich vorstellt, dass hier vor 12.000 Jahren in der letzten Eiszeit über uns eine 200 Meter dicke Eisschicht war und hier die Eiszeit lang gelaufen ist, finde ich, ist das schon sehr beachtlich. Aber wir haben auch viele
ja, Workshops, um einfach auch ja, die kleinen Dinge in der Natur kennenzulernen, auch mal zu entschleunigen, auch achtsam, auch mal zu beobachten. Das, was wir auch kurz probiert haben, was, wie hören wir die Wiese, was gibt es auch für Pflanzen und auch für kleine Blüten, für kleine Insekten, die hier rumfliegen. Und das ist uns wichtig, einfach auch zu entschleunigen. Gibt es hier denn auch Pflanzen oder Tiere, die es nur hier gibt? Also den Tempelhofer Feldgeier oder sowas? Nee, leider nicht. Aber tatsächlich die besondere Vogelart, die hier ist, die Feldlerche, die ist besonders für das Tempelhofer Feld, gerade wenn sie aufsteigt und sich dann so speziell auch herunterflattert. Also die Feldlerche hat, glaube ich, hier mindestens 40% oder 50% des Hauptbestandes der ganzen Feldlerchenarten in Berlin. Von daher ist es eine besondere Art, auch eine maßgeblich prägende Art. Aber es gibt hier auch Turmfalken, die gibt es natürlich auch anderswo in der Stadt. Es gibt bestimmte Insektenarten, bestimmte Wildbienenarten. Die gibt es hier, die sind besonders, die sind auch zum Teil gefährdet. Aber es gibt eine unheimliche Naturvielfalt. Das ist ja auch immer ein Ziel, diese Tiere zu schützen und einfach auch diese Lebensqualität, die Artenvielfalt zu erhalten. Deswegen ist es auch unser Auftrag, einerseits die Wissensvermittlung, aber dass wir auch entsprechende Pflegekonzepte machen, dass wir auch mit Kindern beispielsweise Insektenhotels, Nisthilfen bauen, um einfach auch Wildbienenmöglichkeiten für die Brut bieten zu können und so weiter und so fort. Also das muss alles so ineinander gehen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Wiese ran. Tschüss. Wir haben, glaube ich, einen sehr ereignisreichen Tag heute erlebt. Wir waren beim Schäfer. Ja. Ja, du, und wir können das alles von hier oben sehen. Ja. Nach dem Schäfer waren wir im Naturerfahrungsraum. Das war da, wo ich doch die Wiese gehört habe. Da haben wir das Gras wachsen hören, ganz am anderen Eck. Und jetzt nochmal der Blick, der schweifende Blick übers Feld, übers Tempelhofer Feld, oder man sagt ja auch Tempelhofer Freiheit. Und jetzt schließt sich der Kreis für uns. Toll, dass du dabei warst. Hat richtig Spaß gemacht. Danke dir. Wir haben uns, glaube ich, sehr gut informiert und auch sehr amüsiert. Wenn es weitergeht informationstechnisch, wo kriegen wir die weiteren Informationen? Natürlich auf unserer Webseite, auf Visit Berlin. Da findet ihr alle Infos zum Tempelhofer Feld und hört auch rein in unsere anderen Folgen von Podcast Berlin Unboxed. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.